Diese Hinweisschilder, die am Montag in Jerusalem angebracht wurden, zeigen mehr als nur den richtigen Weg. Sie sorgen dafür, dass die umstrittene Verlegung der US-Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem konkrete Züge annimmt. Die Schilder weisen in drei Sprachen, Englisch, Hebräisch und Arabisch, auf die neue Auslandsvertretung im Süden der Stadt hin. Am 14. Mai wird die Botschaft offiziell nach Jerusalem in ein ehemaliges Konsulatsgebäude verlegt. Nach Angaben eines Polizeisprechers bewachen Sicherheitskräfte das Gebiet um das Regierungsgebäude bereits. Laut US-Außenministerium soll die Übergangsbotschaft durch ein neues Gebäude ersetzt werden. Planung und Bau würden aber ein längerfristiges Projekt werden, hieß es. US-Präsident Donald Trump hatte im Dezember Jerusalem als israelische Hauptstadt anerkannt. Das sorgte für heftige Kritik, insbesondere bei den Palästinensern. Sie betrachten das seit dem Sechstagekrieg 1967 von Israel besetzte Ost-Jerusalem als Hauptstadt eines künftigen Staates.